Hallihallo Freunde, wir haben uns jetzt hier einfach mal zusammengesetzt, um euch so ein bisschen auf die aktuelle Situation zu updaten. Ihr habt ja vielleicht schon gemerkt, dass die Videos immer ein bisschen nachläufig kommen. Das hat einfach den Hintergrund, dass man natürlich so ein Video auch schneiden muss und dass es dann hochgeladen werden muss. Und dieses Video soll einfach mal unsere aktuelle Situation zeigen. Das heißt, nächsten Sonntag geht es nochmal mit den Reisevlogs weiter und dort, wo wir halt stehen geblieben sind. Allerdings wollten wir mal so ein bisschen aufklären bezüglich der Situation. Ich glaube, jeder weiß es ja, Corona herrscht momentan so ein bisschen auf unserer Welt. Und ja, bei uns ist es jetzt so, wir sind aktuell in Griechenland, sind von Italien mit der Fähre rübergefahren. Da werdet ihr natürlich noch schön aufgeklärt. Allerdings wollen wir jetzt einfach mal sagen, wie es uns hier momentan geht, was hier so momentan abläuft. Und zwar ist es so, dass Griechenland den absoluten Lockdown ausgerufen hat, also seit dem 6. November, es ist ein Samstag, jetzt haben wir Freitag, hat Griechenland quasi diesen Lockdown ausgerufen. Für die Reisen natürlich ja bedingt cool irgendwie, also wir können definitiv hier nicht mehr einfach so weiterreisen, wie wir es vorher gemacht haben. Es gibt gewisse Auflagen. Wir stehen jetzt hier zum Glück in einer kleinen, ja, Vanlife-Kommune, wenn man es so mal nennen möchte, weil hier stehen wirklich viele Leute, die sich eben hier auch über Social Media getroffen haben. Auch hier herrschen Regeln und es müssen Regeln befolgt werden, weil angeblich wird hier auch ein bisschen kontrolliert. Wir haben noch nichts Strenges gesehen, wir haben auch noch nichts mitbekommen, dass irgendwie irgendwelche Strafen ausgehängt wurden. Allerdings sieht es jetzt so aus, dass wir halt hier definitiv 3 Wochen stehen. Wir haben vorher nochmal ordentlich eingekauft, hoffen auch, dass wir damit hinkommen. Es gibt natürlich Möglichkeiten, hier rauszukommen, zum Einkaufen zum Beispiel, zur Post oder wie auch immer, alles so, was man eben benötigt im Alltag. Frischwasserversorgung ist hier definitiv gegeben am Platz, also es sind mehrere Orte, wo man sich Wasser ziehen kann, dann kann man hier duschen gehen an diesen Wasserstellen, hier wurden schon wunderbare Stellen gebaut, aber all diese Dinge seht ihr dann auf jeden Fall in den folgenden Videos sowieso bei uns, es wird nochmal so ein bisschen gezeigt. Ja. Jetzt geht es einfach nur darum, euch ein bisschen aufzuklären. So sieht es momentan aus und so wird es auch erstmal jetzt die nächsten 2 Wochen, weil eine Woche haben wir dementsprechend schon rum, weiter. Und ja, wir haben euch bei Instagram einfach mal so ein bisschen gefragt, was ihr für einen Content sehen wollt in der Zeit, beziehungsweise wir können natürlich 3 Wochen jetzt nicht reisen, das heißt, es gibt kein Reisecontent. Ja, und da kamen so ein paar Fragen zusammen und dann haben wir uns überlegt, wir machen einfach mal so ein Fragen-Antworten-Video. Das packen wir jetzt hier mit hinten dran und damit fangen wir jetzt auch einfach mal an, weil bei Instagram wäre es ein bisschen viel gewesen, das zu beantworten und dann haben wir gedacht, wir machen nochmal ein gescheites Video darüber und können euch so natürlich auch nochmal ein paar Fragen beantworten. Ja, und damit fangen wir einfach mal direkt an. Thema YouTube. Wie wäre es mit einem Equipment-Video? Alles, was du für YouTube nutzt. Finde ich sehr, sehr interessant, die Sache so an sich. Allerdings möchte ich da euch so ein bisschen entscheiden lassen, also schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Interessiert euch das überhaupt, womit wir hier filmen und womit wir genau die Bilder machen, dann würde ich da sehr, sehr gerne mal ein Video drüber machen. Oder sagt ihr, nee, brauchen wir nicht, schreibt das gerne mal in die Kommentare, dann sehen wir, ob Interesse da ist oder nicht. Lockdown, also seid ihr jetzt für 3 Wochen gebunden? Ja genau, also so sieht es jetzt aus, wir sind jetzt für 3 Wochen genau an dem gleichen Ort. Und ja, es lässt sich hier super leben, wir dürfen ans Strand, wir dürfen ans Meer. Wir dürfen uns hier in diesem Waldstück bewegen. Hier gibt es Frischwasser und ja, eigentlich alles, was man zum Leben braucht. Jetzt ist endlich mal Urlaub angesagt. Smart Van. Ein Video zum Smart Van, wie die einzelnen Dinge gesteuert werden. Ja, das ist so ein Thema, das habe ich ja schon oft in den Videos angesprochen, oft auf Instagram so ein bisschen angeteasert, wer es noch nicht mitbekommen hat. Ich habe so ein bisschen Smart Home in unserem Van verbaut und auf der Reise das so ein bisschen entwickelt und weitergeführt und so. Und ja, da wird auf jeden Fall ein Video zu kommen. Das wird einfach noch ein bisschen dauern, weil ich möchte, dass das Ganze zu 100% gut funktioniert und auch zu 100% so funktioniert, wie ich mir das vorstelle einfach. Ja, und da wird auf jeden Fall ein gesondertes Video dementsprechend dann auch irgendwann kommen. Reisen. Mit wem seid ihr denn unterwegs?
Also die letzten 5 bis 6 Wochen waren wir mit Marie und Alex unterwegs, aber seit sie von dem Lockdown erfahren haben, haben sie leider eine Fähre zurück nach Deutschland gebucht, weil die beiden ab dem 1.1. einen neuen Job anfangen und die konnten sich nicht leisten, hier festzusitzen und nicht mehr nach Hause zu kommen, was natürlich auch voll verständlich ist. Die beiden machen jetzt noch eine Wandertour in Deutschland, ist zwar kalt bei denen, aber natürlich reisen sie auch noch weiter. Und wir sind jetzt zum Beispiel mit Julie hier, die ist Backpacking unterwegs gewesen. Und Julie kenne ich aus meiner Heimat oder unserer Heimat und wir haben früher zusammen Fußball gespielt. Und ja, ich hatte sie halt gefragt, was sie jetzt im Lockdown macht, weil mit Backpacking unterwegs ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig, da irgendwie eine Unterkunft zu finden und 3 Wochen ist natürlich auch sehr teuer. Also haben wir uns hier in der Nähe getroffen und jetzt wohnt sie quasi erstmal bei uns diese 3 Wochen. Und ja, einige hatten auch uns auf Instagram geschrieben, wo wir jetzt die 3 Wochen verbringen. Und da sind dann halt auch welche hierher gekommen und hier stehen wir jetzt quasi zusammen und verbringen die Zeit im Lockdown erstmal so zusammen. Hilfsbereitschaft. Merkt man dort wegen der besonderen Situation die Hilfsbereitschaft? Also ich glaube, es ist nicht sogar nur dieser Situation geschuldet, sondern es ist halt einfach in dieser Vanlife-Community sowieso so, dass man sich immer irgendwo hilft und dadurch, dass halt hier wirklich so viele Leute zusammen sind und auch Familien zusammen sind und so weiter und so fort, viele Kinder hier, da hilft jeder jedem. Also falls irgendwie Probleme entstehen oder ähnliches, kann man sich hier, glaube ich, an jeden wenden. Und wir haben hier auch schon untereinander Teile ausgetauscht, Wissen ausgetauscht und so weiter und so fort. Julie hat schon ihre Armbänder ausgestellt und da sind ein paar Leute vorbeigekommen, haben sich das angeguckt. Also ja, das ist wirklich richtig, richtig cool. Es gibt hier eine WhatsApp-Gruppe, in der sind wir noch nicht drin oder beziehungsweise sind wir nicht drin, aber wir haben davon gehört, nur von dem Stellplatz hier. Und das ist wirklich, ja, da sieht man, glaube ich, schon, wie hilfsbereit das Ganze hier aufgebaut ist. Strom. Habt ihr genug und hilft man sich eventuell untereinander? Also wir haben genug Strom, solange die Sonne scheint. Also wir sind ein bisschen auf die Sonne angewiesen. Wir haben ja auch testweise jetzt von Plug-in-Festivals gerade ein Solarpanel, also ein faltbares zum draußen aufstellen mit einer Powerbox. Die hilft uns abends dann nochmal unseren Strom quasi zu sparen und nochmal an unseren, also dann können wir unsere Laptops nochmal anschließen. Das hilft definitiv schon mal weiter. Mal sehen, wie das wird, wenn es kälter wird und die Sonne nicht mehr so oft scheint. Ja, dazu müssen wir dann später nochmal ein Video machen und dann ein kleines Update ziehen. Ansonsten sind die Leute, wie eben schon gesagt, sehr hilfsbereit und viele haben hier Generatoren und da könnte man sich bestimmt auch Strom abziehen. Und das Ganze läuft natürlich nur so lange, wie wir nicht fahren können. Das heißt, in der Zeit, wo wir hier stehen, sind wir halt eben auf diese Sonne angewiesen. Solange wir fahren können, könnte man natürlich sagen, okay, wir fahren jetzt einfach mal eine Stunde und die Batterie lädt sich dementsprechend auf. Genau. Mobile Daten. Best of Mobile Daten in Europa. Wo hat sich was bewährt? Welcher Vertrag, Prepaid, ist zu empfehlen? Ja, da muss ich so ein bisschen ausholen, weil unser Grundgedanke war am Anfang, wir haben natürlich auch so Blogs gelesen und Erfahrungsberichte gelesen und die haben immer alle gesagt, ja, im Ausland ist das Internet zum Beispiel viel günstiger als in Deutschland. Und dann haben wir uns natürlich gedacht, okay, wir kaufen einfach dann Prepaid-Karten in dem jeweiligen Land, wo wir sind. Und da fing das schon in Frankreich an, dass wir wollten gerne von Freesim eine Karte uns holen. Und die war auch super günstig oder ist super günstig. Allerdings ist es so, dass das Ganze nur über eine Kreditkarte kaufbar ist. Und wir haben einfach keine Kreditkarte. Haben wir noch nie gebraucht und jetzt extra dafür irgendwie eine Kreditkarte uns anzuschaffen, war uns irgendwie auch zu blöd. Naja, und dann haben wir uns tatsächlich noch mal ein bisschen eingelesen in das ganze Thema und haben doch tatsächlich in Deutschland einen Vertrag abgeschlossen. Und zwar haben wir jetzt O2 gewählt. Das ist einfach aus dem Grund, Telekom und O2 haben unbegrenzte Verträge, auch in Deutschland, gar kein Problem, sind halt ein bisschen teurer als die normalen Verträge. Allerdings ist es so, dass die im EU-Ausland noch lange nicht unbegrenzt sind. Das heißt, sobald ihr aus Deutschland rausfahrt, seid ihr wieder im Datenvolumen begrenzt. Ich sag mal auf 28 oder auf bis, ich glaube, maximal 40 GB ging das hoch, was ich so gefunden habe und recherchiert habe. Und dadurch haben wir uns jetzt aber für O2 entschieden, weil die haben einen Vertrag mit mobilen Daten bis 120 GB und tatsächlich ist das auch nicht begrenzt. Das heißt, wir können diese 120 GB komplett nutzen.
Haben wir auch schon jetzt 2 Monate in Gebrauch, funktioniert wunderbar. 120 GB ist auch wirklich eine gute Menge. Wir können nicht jeden Tag Netflix streamen ohne Ende, aber wir haben auch so genug zu sehen. Aber auf jeden Fall für dieses Datenvolumen, was wir so brauchen, reicht das vollkommen aus. Kostet uns jetzt momentan 45 Euro, also 44,99 €. Das ist ein junge Leute-Tarif, weil Julie ist noch unter 28. Und wir haben es auch so gemacht, dass es monatlich kündbar ist, weil wir uns nicht so festlegen wollen und können, dass das für 2 Jahre ausläuft quasi. Und da kostet das, glaube ich, dann auch nochmal 5 Euro extra oder so, wenn ihr das monatlich kündbar haben wollt. Ja, das ist so unser Vertrag, den wir momentan nutzen. Und damit fahren wir sehr, sehr gut. Wir haben natürlich auch noch unsere privaten Handys. Das Ganze mit dem O2-Vertrag ist ein Hotspot bei uns im LT. Das nutzen wir einfach so, wenn wir im LT sitzen. Wenn wir unterwegs sind, nutzen wir unsere ganz normalen Prepaid-Tarife. Ich habe einen Prepaid-Tarif von Telekom mit, glaube ich, 3 GB Datenvolumen. Das kostet 15 Euro, glaube ich. Telekom ist ja relativ teuer, aber das Netz ist einfach super, super gut. Julie hat 6 GB, auch für 15 Euro. Genau. Ja. Und wo bist du? Bei welchem? Blau. Also bei blau.de. Also das sind so die Verträge bzw. Prepaid-Karten, die wir momentan nutzen. Und durch das EU-Roaming, was ja schon mehrere Jahre jetzt, glaube ich, läuft, ist es ja sowieso so, dass ihr auch mit euren normalen Verträgen aus Deutschland EU-weit eben das nutzen könnt, was ihr eigentlich auch in Deutschland nutzen könnt. Wie gesagt, nur aufpassen mit diesen unbegrenzten Verträgen, da ist das so ein bisschen tricky. Ja, steht immer im Kleingedruckten. Straßenhund adoptieren und dressieren. Also bisher hat sich da noch nichts ergeben und ja, wir sind auch eigentlich noch nicht so weit, dass wir einen Hund adoptieren wollen und mit dem Tier dann reisen wollen. Mal sehen, ob da noch was zustande kommt. Schauen wir mal. Ja, das war's auch schon mit euren Fragen und Anregungen zum neuen Content. Jetzt heißt es für euch, nur in die Kommentare schreiben bitte nochmal, was das YouTube-Equipment angeht. Auch wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Anregungen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir sind immer offen für alles. Und was ich zum Abschluss einfach nochmal sagen möchte ist, das kommt wahrscheinlich alles gemütlich rüber hier und wir sind jetzt auch ziemlich entspannt. Allerdings war das von Anfang an natürlich nicht so, als dieser Lockdown ausgerufen wurde. Haben wir uns natürlich schon gewisse Gedanken gemacht und auch Gedanken drum gemacht, fahren wir jetzt auch vielleicht nach Hause, ist das besser? Allerdings haben wir uns dann dafür entschieden, einfach hier zu bleiben, weil wir die Zeit jetzt haben. Und ich glaube, das erfährt man nicht so oft nochmal, dass man diese Zeit hat. Und ja, deswegen versuchen wir das Beste draus zu machen. Und für alles andere, ja, werden wir natürlich in den nächsten Vlogs einfach nochmal so ein bisschen was erzählen und ein bisschen mehr auch zeigen, auch von diesem Ort hier zeigen. Also wenn ihr da mehr sehen wollt, auf jeden Fall den Kanal abonnieren, weil da kommt einiges auf euch zu, weil das auch echt eine interessante Sache ist hier einfach. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns einfach im nächsten Video wiedersehen. Also, haut rein! Naja.